passen wir da durch. Da wird's aber gut. Da es ganz bestimmt keinen Spaß macht, beim Hänger der Schottland zum Fahren, haben wir beschlossen, dass wir irgendwo einstellen. Das hat sich jetzt aber leider als nicht so einfach erwiesen. Wir haben jetzt zuerst am Campingplatz nochmal nachgefragt, ob es irgendwo einen sicheren Platz gibt, wo wir den Hänger einstellen können. Der hat dann bloß gemeint, nee, der ist dann übermorgen auch weg, das soll man lieber bleiben lassen. Dann sind wir nach Edinburgh auf den Flugplatz rausgefahren. Da gibt es so Langzeitparkplätze, die bewacht sind und einzäunt sind. Aber die wollten uns auch nicht nehmen. Die haben Angst gehabt, dass der Hänger unter der Schranke durchgeschoben wird und dann weg ist. Gibt uns dann doch etwas zu denken. Dann haben wir beschlossen, dass wir einfach einmal ein Stückchen Richtung Glasgow fahren, auf den Campingplatz, außerhalb, und dann auch fragen, ob man da einstellen kann. Oder ein Bauernhof, Landwirtschaft, irgendwas, wo es ein bisschen ruhiger ist. Dann war da keine Chance. Es sind Ferien angegangen hier. Alles voll. Die haben kein Stück Platz. Nicht einmal zum Übernachten haben sie dann Platz für uns gehabt. Dann haben wir beschlossen, jetzt fahren wir langsam Richtung Heimat. Kleine Nerven aber. So kann der Tag ausgehen. Also die Ein- und Ausfahrt ist ein kleines bisschen eng. Gestern Abend hat uns, wie versprochen, Polizei angerufen, aber die Auswertungen von den Videokameras haben angeblich nichts gebracht. Wir haben jetzt halt die Schadensnummer bekommen, dass wir ausreisen dürfen. Ja, und das war's dann. Über den Camping- und Caravan-Club haben wir jetzt den wunderbaren Platz gefunden. Wir sind fast allein stehen am Kanal. Es ist nur für Erwachsene hier, also somit ist es schön ruhig. Thomas darf angeln. Lizenz kostet 4 € am Tag. Wunderbar, da bleiben wir. Es ist so nett hier, den ganzen Tag fahren so kleine Kähnler umeinander. Macht Spaß so zum Schauen. Siehst, jetzt hat der Hänger doch noch einen Zweck. Ich kann der auf dem Stuhl auch sitzen. Thomas hat eine Hecke gefangen. Die gibt es heute Abend als Salat. Also man kennt es sich ja hier gemütlich machen, aber nicht mit dem Thomas. Da muss ja mein Spinner wieder rein.
Ah, du hast deinen Spinner irgendwo versenkt. Oder aufgehängt, gell? Schade. Ja, da hängen ja schon mehr drin. Sucht er seinen Blinker? Er sagt gerade, da hängt noch mehr drin. Also wenn sich jemand fragt, woher die Blinker kommen zum Fischen, die wachsen hier auf die Bäume. Der Parkplatz ist übervoll. Jetzt ist uns extra nachgelaufen und hat uns den Busparkplatz aufgesperrt. Nur für uns. Und schon wieder sind wir in einem Garten. Ja, die größte Freude überhaupt in England. Thank you.
Sie ist im Himmel. Da muss ich mal riechen, Thomas. Ich weiß nicht, was das für ein Baum ist, aber der riecht. Abartig. Ich glaube, ich muss doch nur beim David außen vorbeifahren. Thomas, wir haben leere Hänger, die wir spazieren fahren. Darf ich alles mitnehmen, gell? Das ist jetzt der zweite Campingplatz, den wir auffahren. Erst haben wir überhaupt keinen Platz gekriegt. Der war total überfüllt mit Kindern und Familien. Das Curry drin bleibt. Eine kleine Vorspeise. Ich glaube, da wirst du satt. Ja, das da packt man halt nicht mehr. Something we need, it's a leap of faith, a step away from the comfort zone and be a little brave.